Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich freue mich, dass wir heute uns am Feiertag der Gottesmutter ihr Einzug in den Tempel zu Jerusalem wieder hören, beziehungsweise auch irgendwie sehen. Also ihr mich, ich euch nicht. Aber ich habe eure Gesichter vor mir. Nach dem neuen Kalender, wie gesagt, ist heute das Hochfest, einer der 12 höchsten Festtage des Kirchenjahres, nämlich der Einzug der Gottesmutter zu Jerusalem. Vor dem Fest Maria Entschlafung habe ich ja einen ganzen Zyklus gehalten zu den Marienfesten, aber es sei gestattet, dass wir heute trotzdem uns kurz noch einmal mit diesem Fest beschäftigen. Wiederholung tut gut und wir werden auch vielleicht einiges Neue wieder lernen, beziehungsweise wieder animiert werden, auch die Allheilige mehr zu verehren. Ja, Joachim und Anna, ihr wisst es, die Eltern der Gottesmutter, sie waren viele, viele, viele Jahre verheiratet und kinderlos. Und das galt im Alten Testament sogar als Fluch, eine Bestrafung Gottes. Und so zogen sich beide zurück, Anna für sich und Joachim für sich. Aber die göttlichen Botschafter, die heiligen Engel, sie kamen, um ihnen mitzuteilen, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Ich mache es ein wenig kurz. Sie kamen zusammen und die heilige Mutter Anna empfing ihre Tochter, die allheilige Gottesgebärerin, die spätere. Im dritten Jahr ihres Lebens, bei ihrem dritten Geburtstag, haben sie ihr Versprechen wahrgemacht, ihr Kind Gott zu weihen, aufgrund des großen Wunders. Und sie brachten das Kind gemeinsam mit ihren Verwandten und mit den himmlischen Heerscharen nach Jerusalem zum Tempel, wo der hohe Priester Zacharias, der Vater vom Vorläufer, vom Täufer Johannes, sie in das Allerheiligste einführte, wo sie knapp 10 Jahre lebte im Allerheiligsten, um dann, als sie aus dem Tempel herauskam, mit dem heiligen Josef verlobt zu werden. Und die weitere Geschichte kennt ihr ja gut. Sie steht in den heiligen Evangelien. In diesen Jahren lebte die Gottesmutter im Tempel, im Allerheiligsten. Man muss sich vorstellen, ein dreijähriges Mädchen, stellen wir unsere Kinder uns vor, 3 Jahren gehen sie zum Kindergarten, spielen, springen, reden, singen, machen, heute noch vieles mehr. Viele haben schon fast ein kleines Handy damit sich, diese Krankheit. Und also da ist was los. Zu Hause, in der Familie, man geht auf Urlaub in diesen Jahren, man erlebt vieles. Aber die Gottesmutter nur im Allerheiligsten. Kein Bett, kein Stuhl, keine Medien, gab es damals noch nicht. Nur mit Gott und der Engel, der ihr himmlische Nahrung brachte. Und von außen her die Gebete und Gesänge im heiligen Tempel zu Jerusalem. Das war ihr Leben so viele Jahre. Und da wird sprichwörtlich wahr, Gott allein genügt. Wie heilig, wie großartig damals schon die Seele der Gottesmutter gewesen sein muss, können wir eigentlich uns gar nicht vorstellen, dass sie diese Einfachheit, diese absolute Einfachheit und diese Stille aushalten konnte. Ihre Seele war damals schon innigst verbunden mit Gott. Damals war sie selbst im Tempel. Nach ihrem Auszug aus dem Tempel wurde sie selbst Tempel Gottes, nämlich 9 Monate trug sie das Allerheiligste, nämlich unseren Herrn und Gott, der Mensch geworden ist, in ihrem Mutterleib, in ihrem Schoß. Also sie wurde gleichsam vorgebildet, sie bekam den letzten Schliff, um für diese große Aufgabe, diese einzigartige Aufgabe, fähig zu sein, ihr Jawort Gottes Willen gegenüber zu sprechen. Es wird jetzt schon deutlich, welche hohe Aufgabe die Gottesmutter im Heilsgeschehen Jesu Christi haben wird. Sie ist nicht von ungefähr in diese Rolle gefallen, sie wurde durch Gottes Gnade schon von Anfang an vorbereitet. Sie war so innigst mit Gott verbunden, dass ihr diese Jahre nicht langweilig wurden. Ein normaler Mensch würde ja verrückt werden. Da ist ja heute eine Gefängniszelle, ist ja der Buckingham Palace dagegen, was die Gottesmutter im Allerheiligsten erlebt hat, was Komfort betrifft. Aber sie hatte etwas viel Größeres. Da war die Bundeslade mit den Gesetzestafeln. Ursprünglich war auch der Stab Aarons in dieser Bundeslade. Später wurde sie zerstört. Da waren die Cherubim und die Seraphim dargestellt, um die Bundeslade zu bewachen und gleichsam als sichtbares Zeichen der Anbetung der heiligen Engel.
Da kam einmal im Jahr der hohe Priester, um das heilige Sühnopfer darzubringen für das israelitische Volk. Sie lebte in einer anderen Welt. Eigentlich das, was wir Christen auch tun sollten, zwar im Diesseits leben, und doch in einer anderen Welt, in einer himmlischen Welt. Das sind ja auch unsere Bonbons, die jeden Tag kommen, um. Jetzt macht's halt hier. Pater Nektarie. Soll ich weitergehen? Achso. Also, auch wir sollten so leben und diese Bonbons unserer Tage, die wir jetzt hier immer wieder sozusagen herschenken, Gerasume, diese sollen uns ja helfen, dass uns das genau gelingt, dass wir in dieser Welt leben, unsere Arbeiten tun und leben in seiner vollen Fülle und doch aber in unserem Herzen, in unserem Geist, mit unserer Seele schon innigst vereint zu sein mit Gott in der Ewigkeit. Ja, in diesem Zusammenhang nun, wo wir von der Gottesmutter nochmals sprechen, kamen in den letzten Tagen die Wölfe wieder zum Vorschein. Die Wölfe mit ihren reißenden Zähnen, die versuchen, uns orthodoxen Christen vom einzig wahren Weg abzubringen, indem sie ihren Wahn und ihre Irrlehren versuchen zu verbreiten. Ja, und daher möchte ich dazu doch einiges sagen. Weil es sind sozusagen mehr aus dem sogenannten protestantischen Bereich, aber mehr so Free Church, Freikirche, die ich eigentlich sonst immer eher als lobenswert sehe in Hinsicht in ihrer Liebe zur Heiligen Schrift, in ihrer Liebe zu Christus. Aber sie haben eben ein falsches Bild von allem. Und wenn diese Wölfe mit ihren reißenden Zähnen in meine Herde eindringen, dann werde ich auch zum Wolf, zum reißenden Wolf. Und dann natürlich geistlich gesehen. Und daher möchte ich doch einiges dazu sagen, damit ihr alle fest bleibt im Glauben und euch nicht von solchen Leuten vom apostolischen Weg abbringen lasst. Das ist sehr gefährlich, denn wir verlieren unser Seelenheil. Auch wenn die umgekehrt sagen, na ja, Gott wird uns strafen. Einen größeren Unfug habe ich noch nie gehört, denn derjenige, der auf dem Weg Christi, so wie es die heiligen Apostel uns überliefern, geht, der wird von Gott nicht bestraft, sondern gelobt und gesegnet sein. Ja, dazu also einige kurze Worte heute, denn das ist auch notwendig und möge es die Gottesmutter segnen an ihrem Festtag, denn diese Leute sind Gegner der Allheiligen und somit auch Gegner Christi. Denn wer die Mutter als Feind hat, hat auch ihren Sohn als Feind. Und man kann nicht Christus und seine Mutter auseinanderdividieren, so genauso wenig wie man meine Mama von mir auseinanderdividieren könnte oder sonst irgendeiner Familie. Ich bin von meiner Mutter geboren und damit sind wir irgendwo sehr innig verbunden. So ist es mit unserem Herrn Jesus Christus und der Gottesgebärenden an Heiligen seiner Mutter und unserer Mutter. Daher muss ich dazu etwas sagen, damit die nicht irgendwo noch hier welche Seelen wegtreiben können. Also, die Gottesmutter, die Verehrung der Gottesmutter, wie wir wissen, das habe ich auch schon einmal gesagt, ist in der Heiligen Schrift grundgelegt. Es ist Weisung des heiligen Evangeliums. Da können die jetzt wieder wütend sein und der Kopf rauchen vor lauter Wut, ist mir wurscht. Aber wenn diese Leute wirklich das heilige Evangelium lesen würden, dann würden sie sehr wohl sehen, dass die Gottesmutter selig zu preisen ist, wie es im Magnificat heißt, also in diesem großen Gesang der Gottesmutter, als sie bei Elisabeth auf Besuch war, in Luca, wo es heißt, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Natürlich, wer das nicht hören will, der streicht es auch aus dem Evangelium, aber dann ist er kein Christ mehr. Oder die Hochzeit zu Kana. Frau, was habe ich mit diesem Problem des Ehepaares, des Brautpaares zu tun, dass sie keinen Wein mehr haben? Und die Gottesmutter ignoriert diesen Einwurf unseres Herrn und geht zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Und Christus, welch großes Wunder, nimmt sozusagen den Auftrag seiner Mutter an und macht sein erstes öffentliches Wunder. Wenn da nicht die Gottesmutter ein großes, ich möchte beinahe sagen, Fürbitt-Machtwort hat, dann weiß ich es auch nicht. Aber wie gesagt, man kann das alles umstellen und diese Leute sind ja verblendet und meinen, wir sind super evangelisch, wir sind super auf der Heiligen Schrift und haben gar keine Ahnung davon. Oder jene Stelle, wo die Frau kommt, selig die Frau, die dich getragen und genährt hat. Und der Herr antwortet,
Nein, vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Da werden gleich diese Wölfe kommen und sagen, ja, da haben wir es doch. Und da haben wir es eben nicht. Denn was sagt er zu dieser Frau? Diese, meine Mutter, ist nicht selig zu preisen, weil sie mich genährt hat, sondern weil sie den Willen meines Vaters erfüllt hat. Wer hätte je mehr den Willen Gottes erfüllt als die Gottesmutter? Im alten Bund war es Abraham, das große Vorbild der Glaubenden. Im neuen Bund ist es die Gottesmutter, das große Vorbild der Glaubenden. Also gerade unser Herr Jesus Christus, er bestätigt, dass man die Gottesmutter selig preisen sollte. Sonst würde es ja beim Magnificat vorher gar keinen Sinn machen, wenn er nicht damit einverstanden wäre. Denn wir sind uns einig, hoffentlich alle Christen, dass in der Heiligen Schrift nur das drin steht, was Gott will. Und Gott sei Dank hängt das nicht von uns ab, von keinem von uns. Das ist sehr wichtig. Ja, und so können wir weitergehen bis zum Heiligen Kreuz, als noch einmal der Herr in seiner tiefsten Leidensstunde sich um seine Mutter kümmert und sie dem heiligen Lieblingsjünger Johannes übergibt. Siehe da deine Mutter, siehe da dein Sohn. Damit die Gottesmutter nicht nur versorgt ist, das war natürlich sehr wichtig, denn sie hatte nur ein Kind. Ist vielleicht für die anderen jetzt wieder eine neue Offenbarung. Gottesmutter hatte nur ein Kind. Denn sonst hätte sich unser Herr am Kreuz nicht um die Fürsorge kümmern müssen. Dann wären genügend Geschwister noch da gewesen. Gab niemand, bitte das verstehen und hören, gab es nicht. Also wir sehen und die Väter sagen uns, dass gerade darin auch die Gottesmutter uns als Mutter geschenkt und gegeben wurde. Dass hier wirklich Gottesmutter und Kirche im Sinne des heiligen Johannes, des Evangelisten, ja, sich zusammenfügen. Soweit zur Stellung der Gottesmutter. Es gäbe da sehr viel zu sagen, man könnte Bücher schreiben, aber das soll reichen, denn die wollen sowieso nicht glauben und die werden es auch nicht glauben, sie sind viel zu sehr verblendet. Das Zweite in diesem Zusammenhang, das man sagen muss, Wölfe, haut ab, wenn ihr es nicht hören könnt. Wenn ihr es hört, dann denkt drüber nach, ob das wirklich so ist, wie wir sagen. Selbstkritik tut immer gut. Ja, welche ist denn die apostolische Kirche unter allen christlichen Kirchen? Wo war unser Herr? Wo lebte er? Wo ist er gestorben? Wo ist er auferstanden? In Jerusalem. Welche Christen gab es in Jerusalem bis zu den Kreuzzügen in besonderer Weise? In ihrer Tradition? Die Orthodoxen. Bis 1054 noch vereint, im Westen. Leider ist das auseinandergebrochen. Aber bis heute noch vereint. Aber die Zeremonien, die Gebete, die Hierarchen, waren die Orthodoxen, das heißt die Griechisch sprechenden mit den griechischen Zeremonien. Und es gab zwar auch einige Lateiner, aber die hatten eben dort ein Kloster oder eine Kirche, damit auch sie ihre Gottesdienste feiern können. Denn wie gesagt, wir waren eine Kirche und da gibt es keinen Unterschied. Nach der Trennung blieben wir Orthodoxen in Jerusalem, wie eh und je. Und bis heute gibt es uns. Also wenn eine Kirche sichtbar und spürbar in Jerusalem auf die Apostel zurückgehen, dann ist es unsere. Und auch alle alten Kirchen, seien es die römisch-katholischen, seien es die Kopten, die Armenier, die Syrer, haben Anteil an dieser alten Tradition, weil, wie gesagt, es war ja ursprünglich einmal auch eine Kirche. Aber dass dann nach 1500 Jahren, oder wenn man jetzt diese Wölfe, die ich da im Auge habe, nehme, seit 100 Jahren oder 150 Jahren meinen, jetzt kommt die Kirche Jesu Christi und alle der alten Kirchen, die ja in der Tat auf die Apostel zurückgehen, die die Bücher übernommen haben und weitergetragen haben. Ohne diese Kirchen hätten die Protestanten, also diese Free Church, überhaupt keine Heilige Schrift. Muss man denen auch mal klipp und klar sagen. Eigentlich müssen sie uns danken, dass sie die Heilige Schrift haben. Aber das kommt ihnen auch nicht in den Sinn. Jedenfalls, diese Tradition, das heißt, das Erbe der Apostel, haben unsere Kirche weitergetragen bis in unsere Zeit. Ich gebe zu, im Laufe der Geschichte hat man viel hinzugefügt, nicht in der Lehre, aber in den Zeremonien, in den Gesten, in den Gebeten, ne? Dass man halt mit schönen Mitren kommt, die Bischöfe oder schönen Gewändern. All das ist nicht wichtig. Aber es ist so gekommen und so wie es ist, ist es und so ist es auch gut. Aber was die Lehre, was die Heilige Schrift betrifft, Hüter dieser Lehre und der Heiligen Schrift ist die orthodoxe Kirche bis in die heutige Zeit hinein.
Also wie können sich dann Leute anmaßen, die vielleicht jetzt erst jüngst noch bekehrt sich haben, vorher waren die auf einem gottlosen Weg, ehre sei Gott, wenn sie sich bekehrt haben, aber sich bekehrt haben in einer jungen Glaubensgemeinschaft. Wie können die sich anmaßen, über 2000 Jahre orthodoxen Glauben auch nur ein Urteil zu fällen, als uns Gott strafen könnte? Meine Lieben, hören wir nicht auf diese Leute. Sie verbreiten ihr Gift, um unseren Glauben zu schaden, um unsere Liebe zu den heiligen Ikonen, den Heiligen, unseren Zeremonien, unseren Priestern zu nehmen. Die Priester, müsst ihr euch vorstellen, es mag welche geben, die sind geldgeil, das gebe ich zu. Aber das müssen die mit Gott verantworten. Aber der Priester als solches, er ist ein Diener Gottes und ein Diener des Volkes. Er tauft im Namen Christi. Er die Myrrhungssalbung vollzieht, die, also die Geistsalbung. Die Beichte, wo wir unsere Sünden loswerden. Die heilige Kommunion gibt er uns. Wenn wir krank sind, kommt er, um uns zu segnen, zu beten und zu salben. Wenn wir heiraten wollen, dann ist er es, der die Hand gibt, damit Gott die Ehe schließen kann. Und wenn wir dann unsere Augen schließen, ist er wieder bei uns, um uns auch auf den letzten Weg zu begleiten, zum Grab und darüber hinaus mit seinen Gebeten, mit den kirchlichen Gebeten, auch für unsere Seele, um diese zu begleiten. Was haben die Protestanten uns zu bieten? Also diese Free Church da zum Beispiel. Wo ist da ihr Sitz in der Heiligen Schrift? Gibt es Priester? Nein. Und die sagen, ja, das heißt Älteste. Lernt Griechisch und so weiter und dann könnt ihr die Heilige Schrift mal genau lesen, wie es da steht. Und nicht mit schillernden Übersetzungen, die gar nichts bringen in der Hinsicht. Leider gibt es da viele Fehler, muss man dazu sagen. Aber wirft uns nicht vor, dass wir dann die Heilige Schrift falsch auslegen, sondern wir, wie gesagt, haben diesen Schatz der Heiligen Schrift bewahrt bis heute. Und immer noch wird unseren Kirchen jene Heilige Schrift, jenes Evangelium wortwörtlich gelesen, das die Evangelisten aufgeschrieben haben. Solltet ihr immer mal bedenken. Jedenfalls, also wie kann man sich anmaßen, einer solchen Kirche vorzuwerfen, sie würde falsch glauben? Wie kann man sich anmaßen, Menschen Zweifel zu geben über diesen apostolischen Glauben? Da solltet ihr mal drüber nachdenken, denn darüber müsst ihr Rechenschaft geben. Keiner nimmt euch euren Glauben. Ihr könnt glauben, was ihr wollt. Ist eure Sache. Aber wehe, ihr werdet zu reißenden Wölfen, um die Kinder Gottes von ihrem Weg abzubringen. Und was stören euch die Ikonen? Wenn ich in die Häuser komme, auch bei mir zu Hause, im Wohnzimmer oder sonst wo, hängen Bilder der Familie. Meine Oma, meine Wenigkeit, und ich lebe noch, aber auch meine Eltern und andere, die schon verstorben sind. Ja, ist das jetzt auch Götzendienst? Oder was ist das? Wenn wir die heiligen Ikonen aufhängen, dann denken wir, und das ist das Wichtigste zuerst einmal an diese Heiligen. Sie sind unsere Familienmitglieder, sind unsere Brüder und Schwestern, die bereits im Heimathaus sind. Ist das Götzendienst? Dass wir Menschen zum Beispiel um Fürsprache anrufen, das tut ihr in euren Gottesdiensten auch, das weiß ich ganz genau. Und oft kommt es dann zum Schambeln und zum Rauchen und zum Schaum und man fällt man um und ah, Jesus, Halleluja. Also ihr tut das auch. Und wenn dann jemand geheilt wird, lobt ihr Gott. Warum kann ich nicht die Heiligen, sind auch Menschen anrufen, die aber jetzt schon im Himmel sind, die bei Gott sind? Wo ist da der Götzendienst und bei euch nicht die anderen Menschen anruft, dass sie für euch beten sollen? Können wir das erzählen? Das ist richtig, was ihr tut. Aber genauso richtig ist das, was wir tun, dass wir auch die Heiligen anrufen. Also bitte kommt zum Nachdenken. Aber wie gesagt, ihr könnt glauben, was ihr wollt, nur bleibt der Herde fern. Und meine Lieben, die ihr zur orthodoxen Kirche gehört, bitte lernt euren Glauben. Wie der heutige Festtag, ihr müsst von diesem Festtag wissen. Ihr müsst von den Heiligen wissen. Sie helfen euch. Denn in unserem täglichen Leben, je enger es mit der Kirche verbunden ist, umso mehr werdet ihr sozusagen den Himmel offen in dieser Welt sehen. Die Wunder, die Liebe Gottes. Tagtäglich können wir diese Dinge sehen. In jeder Kirche erleben wir das, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen getröstet werden, wie Menschen den Frieden finden. Und wir machen kein Tamtam darum und fangen nicht an, irgendwie da Zeugnisse groß aufzusetzen und was weiß ich. Brauchen wir nicht. Denn der Christus lebt, der lobt Gott
weil er wirklich in der Tat den Himmel offen findet, gerade in unserer heiligen Kirche. Und dass diese Kirche machtvoll ist, nämlich von göttlicher Macht, unheimlich großer Macht, können wir aus mehreren Fällen heraus sehen. Ein, zwei möchte ich nennen, damit ihr gefestigt werdet und die anderen vielleicht mal wach werden. Das sogenannte Hagiasmo, das Weihwasser, das wir Orthodoxen benutzen, wir trinken das ja jeden Tag, das ist ein normales Wasser. Sobald der Priester dieses Wasser geweiht hat, den Segen darüber gegeben hat, mit dem Heiligen Kreuz, Basilikum und seiner Hand, ist dieses Wasser lebendiges Wasser auch nach 100 Jahren. Es wird nicht schlecht. Man kann nach 100 Jahren dieses Wasser noch trinken und es gibt keine Mikrobien, keine Viren, was weiß ich, es gibt da gar nichts. Im Gegenteil, es hat schon viele Wunder gewirkt. Also eine Macht, und zwar eine göttliche Macht ist da vorhanden. Durch den Priester kommt Gott, um dieses Wasser zu heiligen für alle Zeiten. Habt ihr sowas? Kleines Beispiel. Von den anderen Wundern will ich gar nicht groß reden, weil dann sagt ihr, ja, bei uns sind auch Leute geheilt werden. Gott sei Dank heilt Gott überall Menschen. Und das freut mich auch sehr, weil damit deutlich wird, dass Gott der Gott der Liebe ist und in die Herzen schaut und in dem einzelnen Menschen Segen, Kraft und Heilung gibt, wenn er nicht ein reißender Wolf ist. Da ist ein Unterschied. Jeder Mensch darf glauben, dass das seine wahr ist, aber er soll nicht zum Wolf werden in der Herde Christi. Das lässt Gott nicht zu. Da solltet ihr euch Sünden fürchten und nicht umgekehrt. Aber wir orthodoxen Christen müssen uns also mit diesem Glauben beschäftigen, damit wir diese Dinge sehen, wie mit dem Hagiasmo, also dem Weihwasser oder dem heutigen Festtag. Habt ihr das alle gewusst? Lest Bibel, lest Synaxarion, lest die Schriften über die heiligen Väter, über die Heiligen, wie sie gelebt haben. Welche Wunder geschehen, welche Kraft die Kirche hat. Ich will noch ein zweites Beispiel daher anfügen, neben den Nagiasmo in Afrika, wo die orthodoxe Kirche unheimlich zulegt, wo viele andere Christen, weil sie aus irgendwelchen Gründen mit ihren Kirchen nicht mehr zurechtkommen, zur Orthodoxie kommen und staune, ganze protestantische Städte und Dörfer werden in der Zwischenzeit orthodox. Einer meiner Mitbrüder ist Bischof in Burundi und Ruanda. Und das sind zwei große protestantische Gemeinden mit Tausenden von Gläubigen, in der Zwischenzeit alle Gemeinden mit ihren Vorstehern orthodox geworden. Warum geschieht das? Ein Beispiel. Es gab einen Besessenen in einem Stadt, in einem Dorf. Und da kam der katholische Priester. Und der Teufel hat sich dann geäußert und so weiter. Und der Priesterin rannte weg. Hatte Angst bekommen. Verstehe ich. Wenn man die Besessenen hört und so weiter, kann es einem Angst und Bange werden. Als der protestantische Pastor kam, war es genauso. Und als der Orthodoxe das Haus betreten hat, ist der Dämon weggegangen. Als das die Leute sahen, war das für die natürlich ein großes Zeugnis. Also, meine Lieben, bleiben wir unserem Glauben treu. Bleiben wir bei Christus. Ehren wir unsere Gottesmutter. Hängen wir die Ikonen der Heiligen auf. Überall, außer in Bädern und Toiletten. Und dass wer ins Haus kommt, sieht, hier sind Christen. Wir glauben an Jesus Christus und wir glauben, dass wir gerettet werden, so wie die Heiligen, die hier hängen, auch gerettet wurden. Und ihr Wölfe hättet nur an einem Punkt recht, wenn diese Ikonen sozusagen den Blick auf Christus verdecken würden. Das heißt, dass man die Heiligen ehren würde, aber nicht den, der dahinter steht, nämlich den wahren Wunderwirker. Das wäre falsch. Das wäre in der Tat Götzendienst. Aber ich kann alle beruhigen, das findet in der Kirche zumindest nicht statt. Mag es einzelne Fälle geben, wozu was möglich ist. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber kann ja sein. Aber normalerweise weiß jeder, dass der Heilige ein Kind Gottes ist und nicht über Gott steht und nicht vor Gott steht, aber es eben ein heiliges Kind Gottes war, das im Paradies ist, bei Christus, bei den Engeln. Also das sollten wir immer bedenken. Und daher, meine Lieben, beschäftigt euch mit eurem Glauben. Der Glaube wird in diesen Tagen nicht nur von solchen Wölfen, die da plötzlich auftauchen, gefährdet, sondern auch von der Umwelt, sage ich jetzt mal, von dem Feeling unserer Zeit. Unser Denken und Fühlen dieser Welt, besonders der westlichen Welt,
ist ja meilenweit entfernt von dem, was wir glauben und leben. Heute gilt, ja, alles Mögliche ist erlaubt, alles ist schön, alles ist gut, Hauptsache du fühlst dich wohl, mach, was du willst. Das hat mit unserem Leben nichts zu tun. Und in diesem Kampf stehen wir noch mehr als jetzt mit den paar, die da ab und zu mal dann im Internet rumschweifen und da ihre Sachen loslassen oder an irgendeiner Straßenecke stehen und ins Gespräch kommen oder sonstiges. Die Gefahr ist noch größer, denn sie ist schleichend. Wenn jemand kommt und sagt, naja, du mit deinen Ikonen des Götzendienst und ich weiß, dass es nicht so ist, sage ich, komm, schleich dich. Ne? Aber diese anderen Gefahren sind noch größer. Dass man sagt, na komm, mach's dir doch bequem, mach's dir schön. Schau, erreich was, du kannst vieles tun dann, du hast ein schönes Leben. Samstag, Sonntags, Party, Festchen und so weiter. Schöne Kleider, schöner Schmuck, schöne Autos, schöne Häuser, schöne Möbel. Unter Jochum Indern ändert sich alles. Wenn du tun kannst, was du willst, brauchst du keine Rücksicht mehr zu nehmen auf andere. Komm, feier, sei lustig, koste es, was es wolle. Die Gefahr ist noch viel größer, meine Lieben. Also ihr seht, wir Christen stehen immer im Kampf, zu allen Zeiten. Das haben wir schon bei unserem Herrn Jesus Christus selbst gesehen. Aber heute stehen wir in einem allumfassenden Kampf. Ein Kampf, der eigentlich nichts mehr stehen lässt, wie es ist. Wenn ich zurückschaue, vor mal 50 Jahre, mit 8, 9 habe ich so denken begonnen, so richtig, denke ich mal, wie die Welt damals noch anders gestaltet war und wie sie heute ist. Und dass man heute Angst haben muss, seine Meinung zu äußern. Dass man Angst haben muss, so zu leben, wie es sich gehört. Dass man Angst haben muss, Bekenntnis zu geben. Das gab es vor 50 Jahren nicht. Da konnte man seine Meinung äußern, ob es einem gefallen hat oder nicht, man konnte sie äußern. Heute haben die Menschen schon Angst. Also ihr seht, in welchem Kampf wir stehen generell. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir uns um die himmlische Heerführerin, die wir heute wieder feiern, versammeln, dass wir uns unter ihrem Schleier zudecken lassen, unter ihrem himmlischen Schutzmantel bedecken lassen. Denn ohne die Hilfe von oben geht nichts. Und das zeigen uns auch 2000 Jahre Kirchengeschichte. Immer dann, wenn die Gläubigen sich zur Mutter Gottes geflüchtet haben, so wie damals bei der Hochzeit zu Kana, wo die Gottesmutter die Not gesehen hat und eingeschritten ist. So ist es 2000 Jahre lang. Also fliehen wir unter den Schleier der Gottesmutter, bitten wir sie um Hilfe in unseren Nöten, in diesem Kampf dieser Zeit. Und es ist schon sozusagen die Morgenröte des Antichristen, da erzähle ich euch nichts Neues. Das, was zurzeit geschieht in dieser Welt, sind die Wehen des Antichristen. Und es wird stärker werden und stärker werden. Und daher müssen wir uns unter den Schutzmantel der Gottesmutter fliehen. Sie wird uns helfen. Sie wird beim Throne ihres Sohnes Fürsprache für uns abhalten. Sie wird mit uns kämpfen. Sie wird uns beistehen. Sie wird uns schützen und behüten. Und ihr göttlicher Sohn wird wie so dass der Fels in der Brandung sein, auf dem wir stehen. Und um uns rührt sich das Meer und Stürme und was weiß ich. Aber wir stehen fest. Daher lassen wir uns nicht von unserem Glauben abbringen. Weder von solchen, die im Namen Jesu Christi kommen. Interessant, die kommen nicht im Namen Christi, sondern die kommen im Namen Jesu. Und ich habe euch schon mal gesagt, es heißt Jesus Christus. Und das ist biblisch. In den Evangelien steht immer von Jesus von Nazareth. Aber schaut dann mit der Apostelgeschichte, wie sich's ändert. Bei Paulus und bei allem. Warum? Weil mit Auferstehung, Pfingsten und Himmelfahrt es deutlich wurde, Jesus, dieser von Nazareth, ist der Christus, der Gesalbte, der Vorausgesagte, der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt. Und daher, also lassen wir uns von niemand durcheinander bringen, lassen wir uns von niemand von unserem Weg abbringen, bleiben wir unter dem Schleier der Gottesmutter auf dem Felsen Christi, welcher die Kirche ist, und wir werden auch durch jede Trübsal, durch jeden Kampf, und wenn es auch mal Niederlagen sind, ich habe auch manchmal Niederlagen, werden wir gut weiterkommen. Heute der Festtag der Gottesmutter sagt uns noch einmal, Gott allein genügt. Kümmert euch nicht drum, was andere sagen, andere denken, kümmert euch immer drum, was Gott von euch denkt. Und dann geht ihr einen gesegneten und guten Weg. Amen. Für heute wünsche ich euch noch einen gesegneten Abend, nochmals Chronia Bola, viele Jahre zum Festtag, morgen einen gesegneten Sonntag
Und sofern ihr Zeit, Lust habt oder wollt, dann und ich gesund bin morgen, dann werden wir uns wieder, so Gott will, um 19 Uhr sehen und hören. Auf Wiedersehen.